Mit 2014, mit dem Maidan, wir haben das also von Anfang an alles verfolgt, über Odessa, über den unerklärten Krieg gegen den Donbass, haben wir unsere Hilfe dort, also weil es ja auf dem, es ist ja auf europäischem Boden. Und das ist so unglaublich nach Jugoswawien, was ein völkerrechtswidriger Krieg war gegen Jugoslawien, der durch die NATO durchgeführt wurde. War das eben jetzt nochmal dieser nächste Schritt, wir müssen was tun. Und dann haben wir natürlich mit unseren Kontakten über die Tschernobyl-Hilfe und so weiter, dann haben wir zum 70. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus in Moskau hat die Frau Angelique Merkel diese Feierlichkeiten abgesagt. Sie ist nicht gekommen. Und dann haben wir als Gruppe uns entschlossen, unser Land zu vertreten und sind nach Moskau gekommen. Und haben hier Gedenkveranstaltungen gemacht. Wir waren im Park Pobeda, wir waren im Alexandergarten, wir sind im Unsterblichen Regiment gelaufen und haben den Kontakt mit den Menschen, haben gesagt, wir sind hier und wir bedanken uns bei euch für die Befreiung vom Faschismus. Und in diesem Zusammenhang haben wir die erste große Hilfe hier von Moskau aus gestartet und LKWs in den Donbass geschickt mit Lebensmitteln. Und natürlich wurde das ja auch in den Medien doch sehr groß publiziert, im ersten russischen Fernsehen. Und dann haben wir Anrufe bekommen, Kontakte, dann sind wir nach St. Petersburg und sind einer Einladung gefolgt und sind mit einem Nachtzug gefahren. Und in diesem Nachtzug haben wir überlegt, wir müssen mehr tun. Also wir haben da schon die Gefahr gesehen der deutsch-russischen Beziehung und was hier läuft. Und was im Donbass läuft und welche Vertreter, also eine Art Stellvertreterkrieg, den die Ukraine führt, wer hat dort seine Finger im Spiel sehr schnell erkannt und haben dann in diesem Nachtzug unseren Verein gegründet, im Kopf sozusagen. Und nach unserer Rückkehr in Deutschland haben wir das in die Tat umgesetzt. Und dann haben wir jetzt über die 8 Jahre, Sie müssen ja schauen, Sie können. Ich habe manchmal zur humanitären Hilfe ein gespaltenes Verhältnis. Ich bin immer der Meinung, und so haben wir das auch im Verein durchgesetzt, das Bringen von Essen, Kleidung und den wichtigsten Gütern wie Hygieneartikel kann nur am Anfang in der größten Not ein Mittel sein. Wir haben unser Konzept sehr schnell geändert, indem wir gesagt haben, wir müssen den Menschen ihre Würde geben. Also ich kann Ihnen nicht 8 Jahre, 15 Jahre Tüten vor die Tür stellen. Wir müssen Ihnen Würde zurückgeben. Und das haben wir gemacht mit Projekten Hilfe zur Selbsthilfe. Wir haben also eine Nähwerkstatt aufgebaut, eine Tischlerei, wir haben eine Berufsschule saniert, wir haben das Dach, das Kulturhaus Komsomolets neu gedeckt, wir haben neue Fenster gekauft, wir haben Sandkästen gefüllt, wir haben Kindergärten ausgestattet, wir haben Warmwasser installiert, Boiler gekauft. Wir haben insgesamt fast 800 Projekte im Donbass gemacht, über die 8 Jahre. Also den Menschen Arbeit geben, Würde zurückgeben und nicht ihnen abgetragene Sachen aus Deutschland zu bringen. Das kann immer eine Hilfe sein, aber das ist Arbeitsplätze schaffen und ihnen zu Hause, ne? Also wir kaufen dir Stoffe, aber du musst sie selber nähen. Und die können das ja. Und das haben wir gefördert über die vielen Jahre und man muss natürlich auch dementsprechend einen Partner suchen. Und natürlich mit jedem Projekt, mit jedem Besuch macht man sich auch ein neues Bild von der Lage. Ne? Also wir sind ja nicht kurz, sondern wir waren 2, 3 Wochen dort. Ich habe übrigens auch selber mit angefasst, wir haben auch die Farbeimer mit in die Hand genommen. Also wirklich auch aktive Hilfe vor Ort mit den Menschen zusammen. Weil es ganz klar, auf welcher Seite der Frontlinie steht wer, nämlich auf der anderen Seite die faschistischen Bataillone. Odessa war, also wenn, das ist faschistisch, was in Odessa passiert ist, weil Odessa ein Zivilisationsbruch war, den es so in der Geschichte noch nicht gegeben hat. Und dann fragen immer viele, wie jetzt, also es gibt Katyn, es gibt Babia, es gibt, nein, aber es gibt einen Unterschied. Odessa ist passiert zu Friedenszeiten, zu dem Zeitpunkt war noch kein Krieg, dieser unerklärte Krieg gegen den Donbass. Also es war zu Friedenszeiten,
Es war am helllichten Tag und unter Zuschauern, die applaudiert haben. Und das ist ein Zivilisationsbruch, den gab es in der Geschichte so noch nicht. Und wenn das nicht faschistisch ist, also wie können wir das dann einsortieren? Und diese Leute, die das gemacht haben, die wurden ganz bewusst dorthin gefahren. Mit Bussen, mit Zügen sind sie gebracht worden, um ein, von mir aus nennen sie es auch, Exempel zu statuieren an diesen Menschen im Gewerkschaftshof. Und ich habe damals mit der Mutter von dem Vadim habe ich Kontakt aufgenommen. Da waren wir schon auch da als Verein, allerdings für, wie gesagt, für die Tschernobyl-Hilfe, haben wir Kontakt aufgenommen und einen Briefwechsel geführt, weil ich natürlich, wir wollten da auch helfen. Und habe in diesem Zuge den Oleg Musiker kennengelernt, der ja ein Überlebender dieses Massakers ist. Und wir haben zusammen ein Buch gemacht, nämlich 2. Mai Odessa. Weder in den Nachrichten noch in der Presse, in der deutschen Presse, ist jemals ein Wort über Odessa verloren worden. Und dann mag es ja sein, dass linke Politiker vielleicht mal hier einen Aufschrei machen und sagen, Leute, das ist nicht in Ordnung, macht mal eine Untersuchung oder so, findet mal die Täter, die müssen bestraft werden. Das reicht ja nicht. Wo waren auch diese Politiker und haben sich dafür eingesetzt, dass das an die breite Öffentlichkeit kommt? Die Medien beherrschen doch ganz anders. Es gibt da ein, zwei, die Medien beherrschen, das ist Bertelsmann. Ja? Und wenn auch diese Politiker keine Plattform bekommen, um das breit zu streuen in der Bevölkerung. Odessa hat nicht existiert, Odessa ist ignoriert von den deutschen Medien oder europäisch. Gut, für die anderen kann ich jetzt nicht so sprechen, aber in den deutschen Medien ist es gar nicht erschienen. Und wenn ich auch die Donbass, den unerklärten Krieg in den Donbass nehme, die letzten 8 Jahre, dann war es mal eine einzige Berichterstattung über 2 ukrainische Tote, ukrainische Soldaten. Das war die ganze Berichterstattung. Dieser Krieg hat doch nie in den Medien existiert. Mariupol war damals schon ja eine Zentrale für das Bataillon Azov. Wir sind ja ganz klar aus dem Westen finanziert worden. Da sind ja über die ganzen letzten 8 Jahre Millionen Euro geflossen, um das aufzubauen. Und ich kann dazu noch eine interessante Sache sagen. Ist zwar jetzt nicht 100% Mariupol, aber ich habe zum ersten Mal vor knapp 2-3 Wochen einen Deutschen gesprochen, der in der Bundeswehr ist und der mir durch die Blume gesagt hat, er war 2 Jahre dort stationiert. Und ganz offiziell wurde immer gesagt, weder die NATO noch deutsche Soldaten sind in der Ukraine stationiert. Aber er war 2 Jahre dort. Und was er mir erzählt hat, da können wir ein extra Interview zu machen. Deutschen Faschismus, der in die Ukraine gebracht wurde, beziehungsweise gefördert wurde, nämlich über diese 8 Jahre, über diese faschistischen Bataillone wie Azov und so weiter, all da, ja, die man ganz regulär in die ukrainische Armee aufgenommen hat, das muss man sich vorstellen, das ist so unglaublich. Ja, das gab es in der Geschichte so auch nicht, dass also Faschisten in eine reguläre Armee aufgenommen werden, um für sie zu kämpfen. Sie sind legitimiert worden und sie sind finanziert worden von deutschen Interessen. Und natürlich die Hauptinteressen liegen auf der US-amerikanischen Seite. Deswegen, es gab immer so diese beidseitigen, also die Amerikaner haben eigene Interessen und die Deutschen und Europa haben eigene Interessen. Auch wenn sie hier faschistisch sind und hier kapitalistisch oder imperialistisch, stehen sie sich doch teilweise im Weg, weil die Interessen voneinander abweichen. Und es hat ja doch eine Zeit lang die amerikanischen Interessen die Oberhand. Dann kommt ja die NATO-Interessen dazu und so weiter. Sind doch die deutschen Interessen ganz klar faschistisch. Das hat ja mit der Ideologie zu tun, zum Beispiel mit der Schulbildung, die also bereits, ob im Kindergarten oder dann später in der Schule bis hoch zum Gymnasium, also ich bekomme eigentlich täglich Informationen und auch dementsprechendes Dokumentarmaterial über Schulbücher zum Beispiel, Kinderbücher, wo ganz klar aufgefordert wird, schon den Kindern indoktriniert wird, der Russe ist böse, der kann getötet werden, der muss weg. Also die ganze russische Sprache, Kultur, das wird im Kindergarten schon beigebracht.
Wir können auch weitergehen, wenn wir zum Beispiel vor kurzem erst am Reichstag in Berlin ein ukrainisches Kind die Verunglimpfung des Bella Ciao-Songs missbraucht, um zum Töten gegen Russen aufzufordern. Ne? Es gibt ja dieses, ne, tötet Moskals. Ja? Dann ist also diese Ideologie so tief verankert, schon von klein auf wurde sie gelehrt. Es gibt diese, es ist alles belegt und bewiesen, dass man in Waisenhäusern Kindern rekrutiert hat, um sie ganz klar zum Beispiel für diese Bataillone auszubilden. Ne? Da war eben keiner, der geschrien hat, nee, das geht nicht, weil Waisenhäuser, ne? Also die hatten keinen Vormund, man hat sie missbraucht. Und wie soll ich das formulieren? Wenn sie über viele Jahre, also wenn die Kinder damals, nehmen wir mal die erste Klasse, dann waren sie 8. 8 Jahre später sind sie heute 16. Das sind die perfekten Soldaten, um Russen zu töten. Also sie hatten ja auch die Zeit, und das ist ja auch dieses viele Geld, was dort investiert wurde, in die Ukraine, ist genau dafür benutzt, als Aufmarschgebiet und als Soldat im Kampf gegen den Russen. Also was Besseres kann nicht passieren, also schon von der Ideologie her. Also dass die ukrainischen Flüchtlinge, die jetzt kommen, diese Ideologie zu uns tragen. Naja, also ich hatte ja schon im Vorfeld schon gesagt, dass also dieser deutsche Faschismus, der über viele Jahre, oder die deutschen Interessen, die in die Ukraine transportiert wurden, eben über die Finanzierung von faschistischen Bataillonen und der Ideologie und Stiftungen, und kennt man ja, ne? So, man hat ja das auch ähnlich versucht in Belarus, man hat das versucht in Kasachstan, ja? Also überall ist es dieses gleiche Muster zu erkennen. Gott sei Dank waren sie noch da nicht erfolgreich. Ja? Man darf natürlich nicht alle Menschen über eine, ja, also wir haben auch Flüchtlinge begleitet und auch befragt, es kommen auch die anderen, ne? Also die vor ihnen fliehen und die jetzt diese Situation versuchen zu nutzen, ganz schnell wieder aus Deutschland rauszukommen. Ja? Und dieses Menschen werden, wenn Konflikte durch den Westen, durch Putsch oder durch bestimmte Interessen geschürt werden und ausgelöst werden, hat es immer eigentlich zwei Bausteine. Einmal die Spaltung innerhalb der Bevölkerung nochmal zu verstärken und dann ganz klar auch die Arbeitskräfte. Also als zum Beispiel 2005 die Syrischen gekommen sind, war es ganz klar auch gegen die Arbeiterklasse, also als billige Arbeitskräfte, billige, da kann man auch ein Muster erkennen, alle 20 Jahre braucht man das, der Kapitalismus braucht das, dass diese Unterwanderung der Profitmaximierung, müssen solche Leute reingebracht werden. Da haben wir diesen demografischen Wandel, also wir brauchen Kinder, die wir nicht selber aufgrund der doch familienfeindliche Politik, da kriegen wir so schon fertig gebacken, ne? Und mit der perfekten Ideologie, die wir vorher dort schon installiert haben, werden diese Massen immer benutzt, um diese Interessen auch hier europaweit, global durchzusetzen. Und ich sehe ganz klar die Gefahr, weil diese Ideologien, die dort kommen, das ist die Mehrheit, jetzt in unser System installiert sind. Man muss natürlich da unterscheiden, ob, wenn der Afghane kommt, welche Schulbildung hat er, welchen Status hat er, der Syrer, ne? Also von 4000 Syrer, wie viele haben wirklich einen Arbeitsplatz gefunden? 2, 3? Die anderen werden nur benutzt fürs System. Oder wie jetzt hier doch die ukrainische, da gab es dann mal, nachdem ich nachgefragt hatte, so, naja, die Ukrainer kann man schon besser benutzen, ne? Die sehen uns erstmal schon sehr ähnlich. Aha, blond und blauäugig, alles klar. Also ganz klar, Sie sehen hier eine ungefähr Gleichstellung der Kultur, Äußerlichkeiten. Das passt schon ganz anders. Und Sie haben natürlich eine andere Bildung, anderen Bildungsstatus. Und die werden inzwischen ja in Deutschland ins System installiert, indem man zum Beispiel in Bayern 300 ukrainische Lehrer eingestellt hat. Und diese Ideologie jetzt in unsere Schulen getragen werden, das ist unglaublich. Also
Die Gefahr ist natürlich da. Dann sehe ich, wie gesagt, weiter die Gefahr durch diese vielen Verbote, dass eine Gegenstimme demnächst gar nicht mehr zugelassen werden oder die, die das noch machen, dann aus der Öffentlichkeit verschwinden mit dem entsprechenden, also es gibt ja bis zu 3 Jahre Gefängnis für bestimmte Aussagen oder Dinge, die man dann im Gegenteil nicht tut. Dann hat man durch den Verbot, das Z-Verbot, der sowjetischen Flagge, der Flagge der Befreiung, der Republiken, die fahrenden Republiken, dass es inzwischen von Hausdurchsuchungen über also alle möglichen Willkür auch gibt, die Menschen so zu denunzieren oder dann eben mundtot zu machen, damit es diese Gegenstimmen nicht mehr gibt. Wir haben ganz klar keine Rechtssicherheit mehr. Also das heißt, also selbst wenn ich Recht bekommen würde, bekomme ich es nicht. Ich gebe da ein ganz super Beispiel. Ein Richter, der Recht gesprochen hat inzwischen selbst ein Verfahren wegen Rechtsbeugung am Hals. Na? Also die, wenn dann doch mal einer mutig ist und sagt, das geht so nicht, dann wird er entfernt und bekommt selbst ein Verfahren. Es gibt also keine Rechtssicherheit mehr. Also wir sind willkürlich diesem Staat ausgeliefert. Wenn man natürlich Faschismus installieren will, man mit Braun nicht kommen kann. Das würde der Deutsche stutzig werden. Da würde er dann tatsächlich anfangen nachzudenken. Oder wenn er in Grün unter dem Aspekt Klimapolitik und wir machen grüne Politik tatsächlich sich um die größten Kriegstreiber handelt, dieses Wort gibt es eigentlich nicht, ja, aber diese ungrünste Politik betreibt, da müsste doch jeder stutzig werden. Wenn ich statt Nord Stream 2 Fracking-Gas über die Meere, über Schiffe nach Deutschland aus Amerika schippern lasse, was ist denn daran grün? Grüne Politik, da müsste doch jeder aufschreien. Und das alles unter dem Aspekt Solidarität mit der Ukraine. Ich habe immer gesagt, so, ah ja, erst Hunger. Dann frieren im Interesse der Ukraine und für die Solidarität mit den Ukrainern und danach marschieren. Aber wie gesagt, jeder normale Bürger müsste doch stutzig werden, dass das mit grüner Politik nichts mehr zu tun hat, sondern ganz klar, welche Interessen. Und wenn ich Fracking-Gas aus den USA, dann ist das auch, sind das US-Interessen. Also die deutsch- oder europäische-russische Zusammenarbeit, ne? Also Nord Stream 2, ein Milliardenprojekt, natürlich auch mit deutschem Kapital. Vor einem Jahr hätten Sie mich gefragt, ja, da hätte ich gesagt, niemals im Leben Nord Stream 2 kommt. Nein, das Projekt, also das ist unvorstellbar, dass das nicht. Ne? Jetzt sind wir inzwischen, Nord Stream 1 ist fast stillgelegt, Nord Stream 2 ist nicht gekommen. Ein Biden, der gedroht hat, wenn Nord Stream 2 in Betrieb geht, dann werden wir Anschläge verüben und die zerstören. Wenn, ob Jamal, jetzt die Druzhba-Pipeline, na gut, da denkt man dann vielleicht, gut, die ist so und so viele Jahre alt, vielleicht ist sie auch sanierungsbedürftig und da gibt es ja wahrscheinlich noch verschiedene Theorien zu. Aber wenn die und da hängen der Osten, der durch die Annexion der Bundesrepublik komplett deindustrialisiert wurde, oder wie Kohl gesagt hat, so, wir werden euch blühende Landschaften bringen, die haben wir jetzt, ja. Und zwar unter anderem Flugabwehrraketen der Armee stehen in Brandenburger Wäldern. Aufmarschgebiet, der Osten ist Aufmarschgebiet, deindustrialisiert, also da gibt es ja dann auch nicht wirklich was zu zerstören, ne? Die Menschen sind ja nicht wichtig. Hängen dort so viele Arbeitsplätze dran. Also alles, was es eigentlich jetzt noch an Arbeitsplätzen gibt, gerade Schwedt und diese ganze, halb Polen hängt damit dran. Das darf man auch nicht vergessen. Die Polnischen hinter der Grenze hängen an der Druzhba, an Schwedt. Was bedeutet das für die Region? Und diese Menschen denken sehr wohl nach. Und die haben das natürlich, weil sie sich dann mit diesem Konflikt auseinandersetzen müssen. Weil ihr Arbeitsplatz ertrinkt, haben sie ein anderes Verhältnis zu diesem Konflikt, sich damit zu beschäftigen, wie der in Köln sitzt. Natürlich. Der hat ja vielleicht gar nicht nötig, sich damit auseinanderzusetzen. Also, wie gesagt, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass natürlich jetzt diese Menschen auch
Wenn es natürlich in Ostdeutschland, natürlich, wir haben noch eine ganz andere Beziehung aufgrund unserer Bildung und unserer Herkunft aus DDR-Zeiten, ja, zu Russland und zur deutsch-russischen Freundschaft und zur Geschichte.